Weil wir jetzt in den letzten 10 Nächten des Monats Ramadan uns befinden, möchte ich auf eine Ibadah aufmerksam machen, die eigentlich die sicherste Verbindung zu Allah ist. Und eigentlich werden jetzt einige sagen, ja, das Gebet muss man eigentlich nicht mehr erwähnen, das ist, damit werden wir groß, damit werden wir erzogen, aber jeder weiß, dass das eine Pflicht ist. Eine Säule des Glaubens, eine Säule des Islams ist das Gebet. Ich möchte über den tiefen spirituellen Sinn dieses Gebetes heute kurz reden. Liebe Geschwister, ich brauche das Gebet. Befinden wir uns im Gebet, befinden wir uns in einer absolut direkten Verbindung mit Allah subhanahu wa ta'ala. Ich stehe und hebe meine Hände und sage Allahu Akbar. Allah ist groß. Was bedeutet das? Was beginnt? Es beginnt das vertraulichste Gespräch zwischen dem Schöpfer und seinem Diener. Und ich habe im Gespräch die Möglichkeit, mit Allah direkt zu sprechen. Allahu Akbar bedeutet, Allah ist größer als alles, was es gibt. Allah ist größer als das ganze Universum und alles, was in ihr ist. Damit eröffne ich das tiefste und innigste Gespräch, das es gibt. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt und sagt, ich habe das Gebet aufgeteilt zwischen mir und meinem Diener. Eine Hälfte gehört ihm und eine Hälfte gehört mir. Und wenn er die Surah Al-Fatiha rezitiert und er kommt am Ende und sagt, Amin, und die Engel sagen mit ihm, Amin, so habe ich ihm seine ganzen Sünden vergeben.